Aua, ich dachte, die können mich hier noch nicht sehen. Jetzt stehen die auch noch so weit auseinander. Das ist doch ätzend. Boah, was ist denn hier los? Ne, der hat einen Heiltrank gesoffen, die Sau. Ab in den Müll mit dir. So, Nasher töten. Ihr alten Kot-Nasher. Eisenerz, einfacher Pelz, da freut man sich. Hat sich zwar nicht so gelohnt. Wo sind Zähnchen eigentlich? Hat Zähnchen erwischt? Zähnchen? Ich glaube, die fühlt sich hier unten nicht wohl. Na komm mal ran. Ist doch nicht so wild. Ich beschütze dich. Kisten durchsuchen kann man leider nicht. Hua, Alter! So, einmal in der Mitte durchgespalten. Zähnchen kommt leider ein bisschen, leider ein bisschen zu spät. Und jetzt müssen wir an Klopsi vorbei. Ich will nur gucken, ob Klopsi Freunde hat. Natürlich hat Klopsi Freunde. Die ihm aber nichts mehr bringen. So. Erstmal schön die Kohle einsammeln. Religionsfertigkeit. Ja, nee, das ist ja nicht so meins. Der bußfertige Mann. Freundschaftsanfrage. Nalvaru. Hallo Nalvaru, viele Grüße, aber ich kenne dich ja gar nicht. Wer bist du? Ich muss leider ablehnen, Shift und 2. Weil das könnte hier im Kampf ein bisschen hinderlich werden. Gerade viele Grüße, Nalvaru. Solltest du zuschauen, sei mir nicht böse. Eine Patrouille? Was ist das denn? Eine Falle, wie es aussieht. Müssten sich doch jetzt sehr stark wundern, warum ihre Leute da auf einmal tot sind. Hey, Zähnchen, was los? Ich glaube, Zähnchen hat hier unten arge Probleme. Hallo, Freunde! Ich bräuchte einen unterbrechenden Schlag. Das wäre ganz gut. Nein, er... Ah, gut, er ist noch tot. Ich bräuchte dringend einen unterbrechenden Schlag, der die Special Moves der Gegner verhindert. Da ist auch wieder... Huch. Oh, Flasche. Oh, lecker, lecker. Single Malt bis zur Perfektion. Oh, lecker Whisky. Da war wieder eine Falle. So, den haben wir diesmal weggesmashed. Und da vorne sehe ich schon wieder eine Patrouille. Da. Da aber nicht. Gut, die haben uns nicht gesehen. Ein Schatz. Oh, was ist da nur drin? Goldjuwelen und ein Silber. Drei kleine Heiltränke, sehe ich das richtig? Ja, jetzt haben wir 6 Heiltränke. Juhu. Was ist das denn? Arcana-Paket. Ach so. Ach, das hat der Typ davon also gemacht. Ah ja. Ich habe die Befürchtung, unser Inventar ist bald voll, wenn das weiter so geht.
So, jetzt du aber, du elender Hexer. Scheiße, ich kann keine Special Moves gerade machen, aber der ist eh tot. Bah. So ein widerlicher. Ah, erstmal ein bisschen duschen hier, erstmal ein bisschen im Gulliwasser die Frische wiederholen. So, Zähnchen, kommst du? Bist du diesmal am Start? Ja, ne? Hallo, Freunde! Ach, entschuldige, dich habe ich vergessen. Ich wollte dich nicht. So, hier ist jetzt alles ruhig. Ach, Wasser. Ach, ich mag kein Wasser. Da hinten ist nix. Huch, Carnevrim. Schicker Backenbart, mein Alter. So, erstmal die Scharfschützen ausschalten hier überall. So, der Karr ist down. Und der Rest ist auch erledigt. So, haben wir nicht, so habe ich es gern. Tja, das war der epische Endkampf. Tja, der war nicht ganz so hart wie der andere. Der Karzhoff war schon eine Spur was anderes. Außer Sicht, ich stehe genau daneben. Diebstahlpaket. Alles mitnehmen. Oh, Gold, Gold überall. Huch. Hier kam gerade nochmal kurz Kampfmusik. Jetzt hört auch mal mit der Kampfmusik. Ja. Egal, ich krall mir das. Porte-Pi des Barbaren. Hallo, ist hier noch jemand vielleicht, den ich übersehen habe? Ich möchte jetzt niemanden benachteiligen. Es gibt für alle gleich aufs Maul. Aber offenbar ist da wohl doch niemand. Kampfmusik wieder weg. So. Das war also der Abwasserkanal. Das war doch ein schöner Ausflug gerade. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich komme woanders wieder raus. Wer bist du denn? Gefreiter Mater. Running behind schedule. Ja. Du bist deinem Zeitplan hinterher und... Oh, you took an arrow to the knee. Na, so ein Zufall. Schnelllieferung. Könnt ihr mir bitte helfen? I was wounded by an orc archer. This chest contains vital components requested by one of my employer's biggest customers. Would you deliver the chest to Matari Printal at the Seven Suns Coster Market in Protector's Enclave? She runs the profession supply business there. I'm sure she will make it worth your while. Ja, wenn ich sehe, wir kriegen dafür drei Brei, also für drei Brei macht ein Zwerg alles. Nehmen wir natürlich an, wer bist denn du, Gefreiter? Ach, du bist Gefreiter Flinkfuß. Haltet eure Waffen griffbereit, die Orks sind sehr niederträchtig. Ja, bis später, Gefreiter Flinkfuß. So, wir müssen jetzt da irgendwie zurück. Ich würde aber ganz kurz mal wissen, was da ist. Nur mal so aus Neugier, weil ich neugierig bin. Aha, ein neues Lager. Ach, guck mal da hinten. Da gibt es neue Quests und Pipapo. Und da kann ich mich gerade heilen. Das mache ich mal eben, aber ich hole mir jetzt keine Kundschafterlager. Pipapo. Der einäugige Gott will es so. Vielpfeillager. Kundschafter Galen. Mag fragen. Sieht sehr sympathisch aus auf jeden Fall. Eroberung für Grumsch, die Augen haben es. Ich gebe erstmal die anderen Quests ab, bevor ich was Neues annehme und was Neues mache. Wenn ich was gelernt habe, dann das. Ich zuerst mal den anderen Scheiß abgebe, bevor sich mein Questlog nämlich ohne Ende füllt. Huch, was macht er denn da? Starhealer!
Aha, hier an der Berliner Mauer quasi. Wo sind wir denn hier bloß? Ach, hier sind wir. Hier ging es doch rein. Genau. Ah, okay. Bitch Beware. Okay, sage ich mal nichts zu. Das ist natürlich Rollenspiel at its finest. So. Kanalplanschen. Beeindruckend, knurrt der Hauer. Karnevrim war wirklich eine Bestie. Naja, das ging so. Ging so. Da hatte ich schon Schlimmere. Quest abgeschlossen, Stufe 13. Aufsehen erregen. Die Vielpfeile haben wilde Hordenanführer, die es bei Angriffen auf unsere Leute anpeitschen. Wenn es uns gelingt, diese orkischen Aufseher auszuschalten, können wir die Zahl der Angriffe in diesem Gebiet sicher deutlich reduzieren. Gut, nehme ich mal an. Nachschub zurückerlangen. Die Vielpfeil-Orks plündern aggressiv die ganze Gegend. Sogar Kisten aus meinem eigenen Nachschub sind ihnen schon in die Hände gefallen. Die Neverwinter-Wache ist zum Schutz der Stadt auf den Inhalt dieser Kisten angewiesen und ich bin es auch. So, Quest angenommen. Wir haben neue Freischalt. Was ist das denn? Silence? Der sieht ein bisschen abgebrannt aus. Kann auch an mir liegen. So, neue Freischaltung, wieder neue Kräfte. Was haben wir denn diesmal? Großer Sprung, viel bleibt uns ja nicht mehr. Durch einen kräftigen Schlag auf den Boden erbebt dieser so sehr das feine Pipapo. Den großen Sprung level ich jetzt mal, weil ich den jetzt ja so gerne mache. So, neue Talente. Mache ich mal die Kraft natürlich. Was haben wir hier? Endloser Angriff. Schaden auf Begegnungen, Wirksamkeit der Konsti. Kritschwere. Ach, schön, schön, schön. Änderungen zuweisen, natürlich. So, neue Aufgabe der Händler. Bibapo, das haben wir ja immer noch. Das werden wir so schnell wohl nicht los. So, Quartiermeister Marcellus. Gehen wir mal in den Laden und holen uns mal, was haben wir denn? Schwache oder kleine Heiltränke? Wir haben kleine Heiltränke. So, 5 reicht erstmal. Ich glaube, später werde ich eh noch welche brauchen. Kleines Erste-Hilfe-Paket, pipapo. Bevor ich jetzt weitergehe, werde ich erstmal ganz kurz alles durchidentifizieren. Und dann werde ich mal den ganzen Moppes verkaufen, die wir eh nicht mehr brauchen. So, plus 9 Rüstungsklasse, 37 Erholung, nice, plus 37 Rüstungsdurchdringen, oh, plus 38, oh. Ja, dann leg doch mal an. Plus 10 kritischer Treffer, plus 10 Erholung. Plus 13 kritischer Treffer, plus 13 Robustheit. Plus 13 Kraft, plus 13 Lebensentzug, das gefällt mir. So, und hier, plus 26 kritischer Treffer. Ich glaube, das mache ich mal. Weil ich versuche ja mal auf kritische Treffer zu gehen auch. Plus 23 Verteidigung. So, da muss ich mal ganz kurz gucken. Das habe ich noch nicht identifiziert. Das muss ich aber eh verkaufen dann. Wenn man es identifiziert, gibt es halt mehr Kohle dafür. Ne? Nur mal so nebenbei, wenn sich jemand wundert, warum ich die Gegenstände identifiziere, obwohl ich die gar nicht brauchen kann, normalerweise. Plus 102 Kraft, da haben wir ein viel besseres. Was ist das? Ach, Lichtverzauberung, pipapo, das haben wir vorhin aus Versehen gekriegt, als wir gewonnen haben. Plus 10 Erholung, was haben wir hier? Plus 10 kritischer Treffer, plus 7 kritischer Treffer, plus 13, plus 13. Crit-Treffer und Robustheit. Aber ich bleib bei Lebensentzug, weil das sollte uns eigentlich heilen nebenbei. Bestickter Geldbeutel. So. Freundchen, dann verkaufe ich mal den ganzen Kack. Laden, was haben wir denn da? 9 Kraft, 18 Rüstungsdurchdringung, das tue ich da direkt mal dahin, diese komischen Federn hier. Ja, am Auktionshaus wäre der Preis wahrscheinlich höher, aber ganz ehrlich, das machen wir später, da habe ich momentan gar keinen Nerv für. So, das Schwert.
so ein halber Knochen, beschädigter Orkzahn, das sind all die wichtigen Sachen, die man so hat. Was ist das? Versiegelte Truhe. Berufsmaterialienhändler auf dem Marktplatz. Ach, die müssen wir ja abgeben, stimmt ja. Jetzt habe ich hier 5 Heiltränke. Kann ich die jetzt da unten mit reinziehen eigentlich? Jo, das geht. Oder weißt du was? Ich mach das mal dahin. So, erste Hilfe-Set, pipapo. Jetzt haben wir schon 20 Vielfeil-Insignien. Huch. Hallo, Myrrhym.